Hallo, willkommen zur nächsten Pilztour. Es ist kühle 7 Grad und wir sind immer noch im ersten Viertel vom November und schauen, was wir noch so finden können. Als erstes haben wir hier einen ungenießbaren Pilz am Holz, einer der Flemmlinge, wahrscheinlich der gefleckblättrige Flemmling, der oben dieses orange bis gelber Hut hat. Die sind alle so gut reingewachsen. Einen etwas helleren Stiel, der längs weißlich gefasert ist und auch so orange-gelbliche Lamellen. Ja, dieser ungenießbar. Mal schauen, was uns noch so begegnet. Hier noch ein ungenießbarer Pilz, der graugrüne Milchling, einer dieser weißmilchenden und scharfen Milchlinge. Der hat so einen grünen, glänzenden Hut mit dieser gezonten Bereifung. Der Stiel hat oft dieselbe Farbe, kann leicht heller sein und hat weiße bis leicht ockerbeige Lamellen und ist wie gesagt weißmilchend und scharf und deswegen ungenießbar. Dann haben wir hier die Schale einer Kokosnuss. Kokosnüsse sind essbar, nur ich sehe jetzt hier die Palme nirgends, seltsam. Und diese hier, schon zu alt und schon ausgefressen. Aber wäre ein gutes Trinkgefäß. Hier haben wir einen Giftpilz, wie es aussieht. Mal daran riechen. Ja, eindeutig, es riecht nach Kartoffelkeller. Nach etwas rohen, feuchten Kartoffeln. Dazu passt auch die gelbliche Hutfarbe und diese Velumreste. Das ist der gelbe Knollenblätterpilz. Hat auch weiße Lamellen, einen feinen lappigen Ring und hier unten eine Knolle. Das ist ein Giftpilz, der enthält ein Gift, das verwandt ist mit Krötengift. Deshalb ist er nicht ganz so giftig wie der grüne Knollenblätterpilz. Ja, und hier, obwohl schon November ist, wachsen an diesem Holzstock frische grünblättrige Schwefelköpfe. Das sind magen-darm-giftige Pilze. Erkennbar an ihrer gelblich-orange bis giftgrünen Farbe und vor allem haben sie grüne Lamellen. Ja, jetzt hatten wir schon viele Pilze, aber noch nichts Essbares. Wäre doch mal an der Zeit für einen Speisepilz. Ja, hier leider kein Speisepilz, nicht mehr. Die Nebelkappe gilt nicht mehr als Speisepilz, sondern mittlerweile als Giftpilz. Erkennbar an dieser nebelgrauen, weißgräulichen bis graubraunen Farbe. Oft etwas radial gefasert, dieser hier jetzt nicht unbedingt. Hab da hier noch einen kleineren, etwas frischeren. Mit ebenfalls weißlich-beigen Lamellen, die am Stiel herablaufend sind. Dieser Stiel mit etwas leicht wolligem Überzug
Ja, wie gesagt, gilt heute als Giftpilz. Wurde früher gegessen, aber man hat mittlerweile Stoffe gefunden, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Außerdem hat es viele Unverträglichkeitsreaktionen gegeben bei diesem Pilz. Auch bei längerem Kochen, deshalb wird er heute nicht mehr gegessen. Ja, die Nebelkappe, die wird uns wohl noch am längsten in den November hinein begleiten. Und man merkt schon, wenn man im Wald unterwegs ist, dass sich das Verhältnis von Speisepilzen und nicht essbaren Pilzen zugunsten der nicht essbaren Pilze verändert hat. Auch wenn man noch ordentlich Pilze findet, viele Speisepilze sind nicht mehr dabei. Es geht auch Richtung Ende Saison. Eigentlich so Anfang, Mitte November ist die Herbstpilzsaison zu Ende. Die Temperaturen sind jetzt auch stark gefallen. Ja, und das merkt man bei der Pilzsuche. Na, hier eigentlich ein Pilz, der essbar wäre. Der horngraue Rübling. Erkennbar an dieser hornbraunen Farbe. Innen etwas dunkler, nach außen hin heller werdend. Und nach außen diese Riefung, wo er fast ins Weißliche geht. Der hat weiße Lamellen. Und einen auch hornbraunen Stiel, der hohl ist. Und unten zur Stielbasis hin so einen aufgeblasenen Eindruck macht, ebenfalls hohl. Ja, der hornbraune oder horngraue Rübling wäre essbar, gilt allerdings als minderwertig, weil er im Alter etwas erdig schmeckt und naja, eigentlich auch nicht so viel dran ist. Der Hut ist relativ dünn und ich lasse den auch stehen. Ja, das war jetzt immer noch nicht so das Wahre für Speisezwecke. Aber ich verspreche, wir werden heute noch gute Speisepilze zu Gesicht bekommen. Ja, hier wieder nichts fürs Körbchen. Das wäre wohl ein essbarer Pilz, gilt aber als sehr minderwertig. Der kaffeebraune Gabeltrichterling. Der hat hier diesen ausgeprägten Trichter. Ist in der Mitte richtig kaffeebraun, etwas heller werdend nach außen. Hat hier auch eine leichte Riefung. Hat helle, weißliche Lamellen. Die können zum Stiel hin immer wieder gegabelt sein. Ja, kriegen wir jetzt hier keine zu sehen. Dafür hat er schön viele Zwischenlamellen. Hat diesen faserigen, braunen, hohlen Stiel. Der kaffeebraune Trichterling, der bleibt von mir aus auch hier im Wald. Ja, dann hier unter dem Laub nochmal keine Speisepilze, noch ein Giftpilz. Die Herbstlorchel, erkennbar an diesem lappigen, teils sattelförmigen Hut. Weißlich bis leicht hellbraun gehalten, der Stiel weiß und so bekammert mit diesen Furchen. Ich sage immer, der sieht etwas aus, als würde er aus einem Horrorfilm kommen. Daran gut zu erkennen, die Herbstlorchel. Aber die Herbstlorchel, wie alle Lorcheln, kann das Gift Gyrometrin enthalten und ist deshalb giftig. Ah, schaut mal, das ist eine Speisepilzüberraschung. Das hier ist der erste Vertreter der Winterpilze. Der hat wohl schon genug Kalt bekommen, um hier zu wachsen. Der wächst am Laubholz. Das ist der
Sandfußrübling. Der hat diesen schwarzen, braunen, samtigen Fuß, also vor allem zur Stielbasis hin, samtig schwarz werdend. Hat weiße oder hellgelbe, weißlich-hellgelbe Lamellen und hat diesen schmierigen, hellgelben bis hin zu orangen Hut. Das sind schon die ersten beiden kleinen, die lasse ich jetzt hier stehen. Das lohnt sich noch nicht. Aber das sind schon die ersten beiden Vertreter vom Sandfußrübling, die man vor allem im Winter finden kann. Ja, das Waldbild hat sich geändert. Vom Laubwald hier mehr zum Tannenwald. Hier lassen sich wieder andere Pilze finden. Zum Beispiel kommen hier häufiger diese Täublinge vor. Allerdings, auf die bin ich nicht so scharf, weil in letzter Zeit habe ich nur auf scharfe gebissen. Dieser hier mit diesem ockergelben Hut, weißen Lamellen, diesem weißen Stiel mit dieser Rötlichfärbung, der ist ziemlich sicher scharf. Ja, scharfe Variante somit nicht essbar. Täublinge, wie immer, wenn man sie erkennen kann, kann man eine Kostprobe machen. Das sind Sprötblättler, haben oft weiß oder weißliche Lamellen, einen weißen Stiel, kann wie dieser hier jetzt auch leicht andere Färbung haben, ist aber ein Sprötblättler, ein brüchiger Pilz, der, wenn man ihn bricht, eine styroporähnliche Struktur hat und nicht fasert. Ist man sich sicher, dass man einen Täubling vor sich hat, kann man, wie gesagt, an den eine Kostprobe nehmen, um festzustellen, ob er mild, scharf oder bitter ist. Scharf und bitter nicht essbar, milde Varianten essbar. Ja, hier haben wir gute Speisepilze. Filziger Gelbfuß oder auch Helveticus genannt. Ja, dieser hier nicht mehr gut, der hier auch nicht. Mal schauen, ob wir noch einen frischen haben. Nein, aber hier kann ich beide Merkmale beschreiben. An diesem hier, der hat diesen filzigen, orange bis gelben Hut. Ebenfalls auch einen filzigen Fuß, er heißt ja auch filziger Gelbfuß. Er ist, wenn man ihn etwas reibt, wird er leicht braun bis fast schon etwas violettlich. Und er hat diese braungelben, eher eng stehenden Lamellen, die stark herablaufend sind. Aber dieser Pilz ist auch anfällig für Schimmel in den Lamellen, wie man hier sehr schön sehen kann. So ist er natürlich nicht mehr essbar, weil der ganze Pilz kann von diesen Schimmelpilzfäden durchzogen sein und ist damit potenziell giftig. Schimmelpilze sind meistens leberschädigend, organschädigend und krebserregend. Die gelten als stark giftig. Aber wäre er nicht schimmelig, ist der filzige Gelbfuß ein guter Speisepilz. Allerdings muss man sich wirklich sicher sein, den zu erkennen. Ist kein Anfängerpilz. Und in der Pfanne beim Braten, wenn er erhitzt wird, verfärbt sich der ganze Pilz violett, lila-violett. Und riecht dann auch stärker parfümiert. Ja, man mag den oder man mag den nicht. Ist eben Geschmackssache. Man sieht hier am Fußende auch dieses braune.
Das Violett lässt sich fast schon erahnen, aber in der Pfanne wird er deutlich violett. Ja, mal schauen, ob ich noch ein paar gute finde, die nicht in den Lamellen von Jimmel befallen sind. Dieser hier bleibt auf jeden Fall hier. Ja, und hier drüben habe ich ein paar von den filzigen Gelbfüßen gefunden, die nicht schimmelig sind in den Lamellen. Und diese nehme ich mit. Ja, und hier kommen nochmal sehr gute Speisepilze. Dünnfleischige oder schiefknollige Anissägerlinge haben wir hier. Hier noch sehr jung, noch geschlossen. Nicht ganz einfach zu bestimmen in diesem Alter. Ich habe hier mal einen. Der ist hier schon etwas angefressen. Der hat erstens mal keine dicke Knolle, sondern diese gekniete Knolle. Der darf hier nicht stark gelbend sein. Und nach Medizinschrank chemisch riechen. Dann wäre es ein Carbolägerling. Dieser hier riecht schon hier an der Knolle nach Anis. Ein deutliches Erkennungsmerkmal, dass es sich um den Anisägerling handelt. Der hat einen weißen Stiel, ist auf Druck hier auch gilbend. Wenn man daran reibt, wird er hier gelblich, gelbbraun. Und wenn man daran riecht, muss er richtig kräftig nach Anis oder nach Bittermandeln oder nach Weihnachtsgebäck riechen. Das ist hier der Fall. Ansonsten wäre es kein Anisägerling. Weil er noch so jung ist, hat er hier noch sehr hellrosa Lamellen. Später werden sie dunkelrosa, bis sie dann schokoladenbraun und fast grauschwarz werden im Alter. Ja, der Ring, das ist in diesem Alter auch noch schwer zu erkennen. Der ist herabhängend und lässt sich von unten nach oben rollen. Ja, schwierig zu erkennen in diesem jungen Alter. Überhaupt bei allen Champignons Vorsicht geboten, weil hier einfach die Verwechslungsgefahr mit weißen Knollenblätterpilzen besteht, was wirklich verheerend wäre. Wenn man sich nicht sicher ist, über einen Pilz wie immer zur Pilzkontrolle gehen und sie mal vorzeigen. Aber diese schönen Anissägerlinge, Anischampignons, die dürfen mitkommen. Natürlich werde ich nach jedem überprüfen, ob die ganzen Merkmale auch passen. Und dann kommen die mit. Ja, hier ebenfalls ein Sparrerpilz. Das Stockschwämmchen. Auch nicht ganz einfach zu erkennen, auch eher für Kenner geeignet. Kein Anfängerpilz. Hat diesen hygrophanen Hut, das heißt 2- bis 3-farbig, verfärbend, abhängig von der Feuchtigkeit. Hat dieses Braunbeige am Hut. Hat als wichtigstes Erkennungsmerkmal diesen geschuppten Stiel unterhalb von diesem leichten Ring. Die Lamellen sind anfangs hellbeige und im Alter werden sie braun, rostbraun. Es gibt hier als Verwechslungspartner den tödlich giftigen Gifthäubling, der im Hut eigentlich praktisch gleich aussehen kann, aber am Stiel einen weiß gefaserten Stiel hat. Wenn man diesen Pilz sammelt, muss man wirklich bei jedem einzelnen Pilz die Merkmale kontrollieren, weil auch auf diesem Holzstück könnte einer der giftigen Verwechslungspartner wachsen.
wäre theoretisch möglich. Ja. Das Stockschwämmchen. Ja, hier nochmal ohne Licht. Es ist relativ dunkel hier im Wald, deshalb habe ich das Licht eingeschaltet. Hier sieht man es nochmal ohne Licht. Ja, man sieht es bedeutend schlechter. Ja, nicht, dass ihr meint, ich sei hier im Dunkeln unterwegs. Ja, ich habe versprochen, dass wir noch gute Speisepilze zu Gesicht bekommen. Und zum Glück war meine liebe Partnerin heute Morgen schon in den Pilzen und hat auch ordentlich was gefunden. Also, wir haben hier Pfifferlinge. Diese schönen Leistenpilze mit weißem Fleisch, außen gelb und anstatt Lamellen oder Röhren diese Leisten. Dann haben wir Semmelstoppelpilze. In diesem Semmelbraun-Beige gehalten mit diesen Stoppeln, etwas helleren Stoppeln. Semmelstoppelpilze. Oh, ein Lachsreizker. Dieser rotmilchende Milchling. Nach dem Abschneiden oxidiert die Milch und wird dann hier so grau-braun. Sieht nicht sehr schön aus, ist aber nicht schlecht deswegen oder so. Ja, Maronenröhrlinge. Mit diesen hellgelblichen Röhren, die auf Druck blauen, diesem schönen braunen Hut und diesem hellbraunen Stiel mit diesem glatten hellbraunen Stiel mit so einer Marmorierung. Typisch für den Maronenröhrling. Ja, und natürlich hier ein bisschen angefressener Steinpilz mit diesem braunen Hut, weißem Fleisch, weißen Röhren, später im Alter olivgelblich bis braunoliv werdend und unbedingt wichtig, das weiße Netz am Stiel vom Steinpilz. Ja. Ach, einen kleinen Pfefferröhrling. Dieser hier mit diesem braun-gelblichen Stiel, diesen rotbraunen Röhren, hellbrauner Hut. Wenn man mit der Zunge hier hingeht, ist der scharf. Der Pfefferröhrling, ein Würzpilz. Ja, also wie man sieht, die sind noch irgendwo da draußen, die guten Speisepilze. Aber es kostet auch schon mehr Zeit, sie zu finden. Oder man ist gerade am rechten Ort. Die Herbstpilze sind in der Tendenz abnehmend. Ist ja auch schon November. Aber es lohnt sich durchaus noch, nach Pilzen zu suchen. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich die schönen Pilze nicht gefunden habe. Und ich hoffe, wir hören uns in einem nächsten Video. Bis dann, tschüss!